zehn Jahr schlodden uns die Kellner Knie. Doch bereut habe mir, eiskalt sei noch nie. Denn als Kellner kümmern mir uns um die Gäste. Und nach Dienstschluss trinke mir die ganze Rest. Oh, oh, Saalkellner, 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 Gonsenheim. Ho, 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 dies Jahr ist nix, darum trinke mir daheim. Oh, oh, Saalkellner, 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 eins, zwei, drei. Ei, 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 ups, das war nix, weil in Wahrheit sind mehr zwei. Ja, stimmt. Und? Wie geht's? Lang nicht gesehen. Auch du, eigentlich ganz gut. Ich hab arg Kopfschmerzen. Ja. Hast du da irgendwas dagegen? Nö, nö, mach du nur, das stört mich nicht. Alles gut. Und bei dir? Alles paletti? Ja, soweit. Familie? Alle gesund? Ja. Wie geht's denn eigentlich deinem Opa, von dem du früher immer so viel und so gerne erzählt hast? Meinst du den Ingenieur oder den Biologieprofessor? Dein einer Opa war Biologieprofessor? Ja, sogar ein sehr bekannter. Der hat bahnbrechende Erkenntnisse erlangt. Ja? Ja. Der hat rausgefunden, dass die Krabbe mit den Beinen hören. Das hat dein Opa rausgefunden? Ja. Ja, der war schon... Und die haben die Ohren in den Beinen oder ja, was? Ja, da hat er Experimente gemacht. Der hat den Krab genommen und dann hat er die hingehockt und hat sie angeschrien und dann ist die fortgerannt. Und dann hat er dieselbe Krabbe genommen und dann hat er dir die Beine abgemacht, hat sie wieder angeschrien, ist sie hocke geblieben. Das ist ja genial, oder? Das ist genial. Ja. Auch da hätte ein Opa mir vielleicht auch helfen können. Mein Hund hat letzte Woche einen Herzkasper gehabt. Echt? Wie denn das? Eigentlich wollte ich nur zur Bahn und am Schalter wollte ich ein Ticket holen. Dann hatte ich meinen Hund dabei und dann haben wir einen schwerhörigen Schalterbeamten erwischt. Und dann hat er einen Herzkasper gekriegt. Was ist denn passiert? Davon kriegt man doch keinen Herzkasper. Na ja gut, der Mann am Schalter war schwerhörig. Und ich wollte eigentlich nur noch einen Sitzplatz dazu reservieren. Ja. Da habe ich so 12, 15 Mal... habe ich dem zugerufen, Sitzplatz! Sitzplatz! Ja. Und dann hat mein Hund... Ah ja, wäre ich auch, wenn ich Hund wäre, ja. Du, aber der hätte mein Opa auch nicht helfen können, also mit dem Sitzplatz. Ja. Ich habe viel gelernt von dem. Echt. Ja, was hast du denn gelernt? Oh ja, du, viel über Biologie, Tiere, so Verhaltensmuster und sowas. Ich kann zum Beispiel erkennen, ob die bei Filmen echte oder animierte Dinosaurier verwendet haben. Das sehe ich. So was. Ja? Ja. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja, siehst du mal. Aber mal was anderes, hier riecht es ein bisschen komisch. Kommt das von dir? Ich kann es nicht ausschließen. Bei uns in der kleinen Wohnung. Und dann meine Frau mit ihren drei stinkigen Katzen. Ey, der lüft doch mal. Ja. Kann ich jetzt leider nicht machen, sonst hätte ja mal 120 Tauben fortfliegen. Das ist natürlich doof, ja. Aber bei euch sonst alles paletti? Lockdown, Homeoffice, dies, das? Alles paletti. Man muss ja auch mal das Gute sehen, gell? Da lernt man sich immer wieder kennen. Ja. Und da sieht man auch mal wieder die Gemeinsamkeiten. Habt ihr welche? Gut, nicht so viele. Zum Beispiel? Wir haben am selben Tag geheiratet. Ja, das ist viel wert. Du, da hätte ich eine Frage zu dem Thema. Wie ist es dann bei euch jetzt Lockdown und die ganze Zeit zu Hause? Wie ist es bei euch dann mit dem Thema Knicki-Knacki? Meinst du Ding? Ja? Oh ja, läuft. Gut. Ja, aber bei meiner Frau noch besser. Bei deiner Frau noch besser? Ja. Warum denn das? Ja, bei der Frau, die habe eh generell mehr Spaß beim, also Ding, also beim... Ja. Kann ich schon sagen, die haben schon mehr Spaß beim Sex.
generell ja. haben Frauen mehr Spaß als ja. Sex. Hat Wie kommst du denn da drauf? Hat mir mein Opa gesagt. Der Biologieprofessor? Nee, diesmal der Ingenieur. Der kann sich mit so technischen Sachen besser aus. Pass mal auf, wenn du deinen Finger ins Ohr steckst, weil das Ohr juckt. Ja. Und du wackelst so rum. Ja. Was fühlt sich danach besser an? Der Finger oder das Ohr? Auch genial, dein ja. Ingenieur. Ja. Das war ein sehr warmer und weiser, warmherziger Mann. Ja, ganz, ganz feiner Kerl. Und ich kann mich noch an seine letzten, ganz an mich persönlich gerichteten Worte erinnern, die er mir gesagt hat. Ja? Ja. Was hat er denn gesagt? Nicht an der Leiter rütteln! Nicht an der Leiter rütteln! Ja, ja. Auf, gell? Ja. Du, aber du wirkst auch ein bisschen traurig. Ja, mein Friseur ist letzte Woche verhaftet worden, weil er Drogen verkauft hat. Der hat Drogen verkauft? Deshalb bist du komisch drauf. Ja, ich war 7 Jahre bei dem. Ich hätte nie gedacht, dass der Friseur ist. Ja, du steckst nicht drin, gell? Aber apropos drinstecke, der Lieferant hat angerufen, bei uns in der veganen Schokolade, da müssen wir aufpassen, da würde Glassplitter drinstecken. Und ist Glas nicht vegan? Mist eigentlich, gell? Aber man sieht's ja eh nicht. Wir schaffen jetzt weiter. Hier in diesem Bau. Ihr Leute, bleibt heiter. Adieu und... Hello.